Da die Nachfolge nicht geregelt war, mussten die Kandidaten genügend Unterstützer finden. Gleich mehrere Verwandte Ottos, so zum Beispiel Herzog Heinrich von Bayern oder Herzog Otto von Kärnten, konnten Ansprüche anmelden. Allerdings war das Reich formal kein Erbreich. Vielmehr ging es darum, wen die Großen des Reiches anerkennen wollten. Gerade deshalb wird die Königswahl 1002 wichtig, denn sie hebt den Wahlcharakter hervor. Die Meinungsbildung erfolgte vorerst auf Stammesebene. Jeder Kandidat machte Versprechungen. Heinrich von Bayern, Sohn Heinrichs des Zänkers aus ottonischer Nebenlinie, entschloss sich schließlich zu einem mutigen Schritt. Er ließ sich 1002 in Mainz von seinen Anhängern zum König wählen und vom Erzbischof von Mainz krönen. Mit dabei waren Sachsen, Alemannen und viele Lothringer. Es war ein riskantes Spiel, denn Heinrich musste sich nun in den Stammesherzogtümern noch einmal stellen. Nachwahlen folgten. König Heinrich II. Hatte also Schwierigkeiten zu Beginn seiner Herrschaft, zeigte aber von Anfang an offen, dass er sich als legitimer Nachfolger sah. Trotzdem ist anzumerken, dass mit Heinrich ein Vertreter der bayerischen Linie der Ottonen an die Herrschaft gelangte, die sich lange Zeit mit den sächsischen Ottonen eine erbitterte Auseinandersetzung geliefert hatten. Auch selbst musste er diesen Konflikt miterleiden. Während der Haft seines Vaters wurde er für eine geistliche Laufbahn erzogen, damit dann seine Thronansprüche obsolet würden. Gerade das prägte aber Heinrichs Herrschaft. Unter ihm blüht sogar das sogenannte ottonische Reichskirchensystem. Der Begriff beschreibt eine enge Verschränkung von Kirche und Reich. Heinrich förderte die Kirche in allen Dingen, intensivierte aber umgekehrt den Reichsdienst der Kirche. Die Ernennung von Bischöfen im Reich war Angelegenheit des Königs bzw. Kaisers.